Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Möchte euch heute mal wieder einen Alarmanlagen-Einbau vorstellen, den wir vorgenommen haben hier in einem Golf 7 GTI. Verbaut haben wir von der Firma Empire eine Cambus-Alarmanlage, eine 3903 Highspeed-Alarmanlage. Zusätzlich sichern wir das Fahrzeug ab mit einem 2-Zonen-Mikrowellensensor, mit einem sogenannten Radarmodul, welches verantwortlich ist, dass das System eine Vorwarnung generieren kann. Das ist sehr wichtig, denn die Vorwarnung schützt euer Fahrzeug, bevor es überhaupt angegriffen wird. Perfekten Schutz liefert hier das Empire Lock 200 GPS GSM Ortungssystem. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, möchte ich euch jetzt gerne mal demonstrieren. Sehr komfortabel können wir das System über den werkseitigen Schlüsselhandsender schärfen und entschärfen. Noch viel besser, wir können das System auch über den Komfortzugang schärfen. Und wenn wir zum Fahrzeug zurückkehren, brauchen wir den Schlüssel gar nicht, können das System auch ganz einfach über den Komfortzugang entschärfen. Viele Kunden glauben, wenn sie eine werkseitig verbaute Alarmanlage haben, dass sie optimal geschützt sind und müssen dann immer wieder feststellen, dass die Fahrzeuge doch aufgebrochen werden oder entwendet werden. Das zeigen auch die aktuellen Diebstahlstatistiken, dass diese werkseitigen Alarmanlagen euer Fahrzeug nicht optimal schützen. Denn wenn ein Einbrecher oder eine Bande es einmal geschafft hat, so ein Fahrzeug zu knacken, dann kann die Bande jedes von diesen Fahrzeugen knacken. Unsere Alarmanlagen sind immer ein Unikum, ein Unikat und sind individuell in den Fahrzeugen verbaut und individuell konfiguriert und mit zusätzlichen Sensoren ausgerüstet. Wie die Alarmanlage in diesem Fall den Golf optimal schützt, möchte ich euch kurz demonstrieren. Dafür schärfe ich das System komfortabel mit dem werkseitigen Schlüsselhandsender und tue jetzt mal so, als wenn ich mich für die Sitze oder für das Navigationssystem interessieren würde. Braucht das Fahrzeug gar nicht zu berühren, die Alarmanlage löst jetzt schon einen sogenannten Pre-Alarm aus, eine Vorwarnung. Ohne dass ich das Fahrzeug berührt habe, generiert die Alarmanlage dieses Soft-Chirpen. Der Einbrecher wird schon in die Flucht geschlagen, bevor ich das Fahrzeug überhaupt berührt habe. Ja, das funktioniert natürlich auch mit dem Schocksensor, möchte ich euch ganz kurz mal demonstrieren. Wenn ich das Fahrzeug trete, generiert die Alarmanlage eine Vorwarnung. Wenn ich ein bisschen dolleren Schlag ausübe, dann passiert Folgendes, die Alarmanlage löst den Vollalarm aus. Ja, hier ist zusätzlich verbaut ein deaktiviertes System mal wieder über den Schlüsselhandsender. Ja, in diesem System ist ein Ortungssystem verbaut und wie ihr seht, bekomme ich sofort eine SMS, Diebstahlalarm und die Alarmanlage ruft mich jetzt just in diesem Augenblick auch an. Ja, das ist kein Fake, das funktioniert unheimlich gut, wie ihr seht, in Echtzeit. Viel besser könnt ihr euer Fahrzeug nicht schützen. Das Cambus-System schützt natürlich auch das Fahrzeug über die Türkontakte, Motorhaube, Kofferraumdeckel und das Zündschloss ist überwacht. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt, so eine Alarmanlage kostet nicht viel Geld, kann in jedes aktuelle Fahrzeug neu wieder übernommen werden. Wir können die Protokolle immer in die Alarmanlage neu einspielen. Zusätzlich die Sensoren schützen das Fahrzeug optimal, bevor der Angreifer überhaupt an das Fahrzeug rantritt. Besser kann man sein Fahrzeug nicht schützen. Für den Fall, dass ich die Vorwarnung nicht generieren möchte, kann ich das Fahrzeug auch multilevel armen. Das heißt, ich habe eine Sensorenabschaltung, wenn ich das Fahrzeug verschließe, warte einen kleinen Augenblick, schließe nochmal ab, generiert die Alarmanlage ein dreimaliges Chirpen. Das dreimalige Chirpen sagt mir, dass nun die Vorwarnung nicht generiert wird. Das heißt, wenn jetzt jemand sich dem Fahrzeug nähert, löst die Alarmanlage den Pre-Alarm nicht aus. Das Alarmsystem schützt euer Zündschloss und überwacht die Türkontakte. Wie das in der Praxis funktioniert, möchte ich euch mal demonstrieren. Dafür schärfe ich das Alarmsystem. Da wir die Tür jetzt noch offen haben für Stativ und die Beleuchtung, generiert die Alarmanlage nun noch einmal einen Chirpton und sagt uns, Moment, ihr habt vergessen, eine Tür zu verschließen. Sehr praxisgerecht, funktioniert natürlich auch beim Kofferraumdeckel. Wenn ich nun versuchen würde, das Fahrzeug zu entwenden, versuche den Wagen zu starten, passiert Folgendes. Die Alarmanlage geht sofort in den Vollalarm. Unterbreche das mal hier an dieser Stelle, dafür deaktiviere ich die Zündung wieder, entschärfe das System und auch hier bekomme ich zeitgleich eine Meldung mit den GPS-Koordinaten und einer Nachricht, mein Fahrzeug wird angegriffen und in Echtzeit ruft mich das GPS-GSM-Ortungssystem an. Ja, viel besser kann man sein Fahrzeug nicht schützen. Wie ihr seht, funktioniert das wirklich ohne eine große Zeitverzögerung. So seid ihr immer auf dem Laufenden, was an eurem Fahrzeug los ist und ob euer Fahrzeug angegriffen wird. Ja, wenn ich euer Interesse geweckt habe, könnt ihr gerne unten in die Beiträge reinschreiben oder ihr könnt mich anrufen unter 0172 4090 295. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken unter info@kaistüven.com. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal, euer Kai Stüven.